Schwump. Was geht denn bei dir ab, Doc Meat? Los, zeig mir, was hast du gefunden? In der Wand? Okay, suchen wir hinter der Wand. Flughafen, Lagerhalle, Terminal. Unzugänglich. Kann ich Milch rausholen? Nö. Dieser Milchspender ist sinnlos. Ich hätte sehr gerne Milch getrunken. Aber wenn der Milchspender keine Milch rausgibt, kann ich keine Milch trinken. Was bist denn du für einer? Kann ich dir vielleicht helfen? Ritter? Wenn du was brauchst, melde dich bei Sergeant Gavel. Du bist also der neue Ritter, von dem ich gehört habe. Schön, dich bei uns zu haben. Ja, du mich auch. My ass. Darf ich raten? Captain Kells hat dich geschickt. Ich sehe mich nur um. Ich schau mich nur um. Das ist ein Versorgungslager, keine Touristenattraktion. Wenn du hier nichts zu suchen hast, verschwinde. Alter, ich stehe über dir. Sergeant Gavel. Darf ich raten? Captain Kells hat dich geschickt. Ja, das hat er. Der Captain hat gesagt, du könntest mir was über die verschwundenen Vorräte erzählen. Ziehen wir uns dafür lieber zurück. Komm mit. Und jetzt... In diesem Abschnitt des Terminals haben wir unser Hauptversorgungslager. Der will mich wahrscheinlich alles, bestechen oder sowas. Alles, was benötigt, läuft hier durch. Vorräte von der Pritwin, Bergungsgüter, wir kümmern uns darum. Der Zugang ist beschränkt auf die Logistikabteilung. Und wir verfolgen jede Kiste, jede Kugel und jeden Bolzen zurück, der durch diese Tür kommt. Boom. Tick, boom. Tick, boom. Los. Haben wir gerade ernsthaft so eine Runde gemacht, statt einfach mal einmal nach rechts zu gehen? Fucking retard. Kann jetzt nicht reden. Muss mir die Meyerlurk-Scheiße von den Stiefeln kratzen. Dann hättest du nicht in Meyerlurk-Scheiße treten sollen. Daher kann ich solche Anschuldigungen überhaupt nicht leiden. Ich kenne jeden Soldaten in dieser Einheit. Der Gedanke, dass jemand ihre Loyalität anzweifelt, ist abstoßend. Wenn du Fragen hast, nur zu. Ansonsten steh uns nicht im Weg. Wo anfangen? Fehlende Vorräte... Erzähl mir von der Logistikabteilung. Ich leite diese Einheit seit fast 10 Jahren. Wir sind eine kleine Gruppe. Wir halten zusammen. Und wir halten die Bruderschaft am Laufen. Wo soll ich mit meiner Untersuchung beginnen? Nirgendwo. Das ist reine Zeitverschwendung. Also bei dir. Ich habe mit meinen Leuten gesprochen. Sie haben nichts gesehen. Tegans Gelehrte haben mal wieder die Bücher durcheinander gebracht. Wenn du jemanden befragen willst, nerv Lucia oder Clark. Die kann ich entbehren. Lucia und Clark? Ritter Lucia und Anwärter Clark. Sie wurden vor einigen Wochen hierher verlegt. Sie machen sich noch mit allem vertraut. Aber bald habe ich sie soweit. Wenn du jemanden nerven musst, dann nimm die beiden. Okay, dann wird einer der beiden das Ganze machen. Denn die Vorräte verschwinden ja wahrscheinlich erst seit kurzer Zeit. Erzähl mir von den verschwundenen Vorräten. Es fehlen mehr als 20 Kisten, wenn man dem Gelehrten glaubt. Nur Nahrung, Dörrfleisch, Instapüree, Mac... Das ergibt keinen Sinn. Man würde doch Waffen oder Technologie stehlen. Aber unser Dieb macht sich die ganze Mühe für Unmengen von Kram. Das ist erstmal alles, Sergeant. Mein Ratschlag? Stoche ein bisschen rum, dann sag dem Captain, er soll es lassen. Ist deine Zeit nicht wert oder meine? Tja. Irgendeiner von beiden hat auf jeden Fall ein Dorf zu Kupferdraht. Versorgen. Kannst du mir sagen, wo... Oh, tut mir leid. Wir kennen uns noch nicht. Ritter Lucia, Logistik. Was kann ich für dich tun, Ritter? Hast du Zeit für ein paar Fragen? Oh, du musst wegen der verschwundenen Vorräte hier sein. Ich weiß nicht, ob ich eine große Hilfe bin, aber was willst du wissen? Wie ist es so
in der Logistik? Ja, nicht schlecht hier. Sergeant Gavel ist hart, aber ich habe schon viel gelernt. Manche Leute mögen es wohl und manche nicht. Wie Clark. Was ist mit Clark? Wir sind beide vor ungefähr 2 Jahren zur Bruderschaft gekommen. Wir treffen uns immer wieder. Neue Rekruten und so. Okay. Moment, ich musste sie überzeugen und das ist fehlgeschlagen, oder? Was ist mit Clark? Wir sind beide vor ungefähr 2 Jahren zur Bruderschaft gekommen. Wir treffen uns immer wieder. Neue Rekruten und so. Wie sind hier die Sicherheitsmaßnahmen? Streng. Mindestens 2 Ritter und 1 Gelehrter sind immer im Dienst. Und die gesamte Basis gibt es auch noch. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Kann man diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen umgehen? Man muss bei der Logistik sein. Nur wir sind autorisiert, Vorräte rein oder rauszubringen. Und dann? Eine komplette Kiste mit Vorräten bekommt man nicht von der Basis. Bei all den Patrouillen würde das auffallen. Aber warum sollte man überhaupt was stehlen? Die Bruderschaft bietet alles, was wir brauchen. Niemand hier hat eine Verbindung zum Commonwealth. Ich weiß es nicht. Nichts davon ergibt einen Sinn. Weißt du etwas über die verschwundenen Vorräte? Eigentlich nicht. Wohl hauptsächlich Lebensmittel. Und Röhren? Nein, die sind einfach so verschwunden. Verschwundene Röhren? Es sind Röhren verschwunden. Wie oft verschwinden hier Vorräte? Jemand hat sie wohl einfach an der falschen Stelle einsortiert. Clark hat sie am nächsten Tag gefunden. Kleinere Fehler passieren, aber nichts Großes. Der Sergeant beschwert sich vielleicht, aber Proctor Teagan und seine Gelehrten sind sehr gründlich. Maximal 1-2 Kisten, aber nicht so viele. Das ist erstmal alles. Sag Bescheid, wenn du noch was brauchst. Also. Und jetzt du. Gerne. Nee. Gibt es noch was? Oder verschwendest du nur meine Zeit? Deine Zeit verschwende ich gerade. Ich dachte, du wärst der andere. Nach Dienstschluss will hier ein dickes Salisbury Steak. Naja, dir muss ich das abgeben, das mache ich aber noch nicht. Ich muss noch überlegen, wie ich das kläre. Vor allem, das klingt mir einfach zu obskur. Was bei den anderen passiert. 2 in den Kopf und tot bleibt der Tropf. Gute Faustregel. Du. Wenn es Nein. tot aussieht, solltest du... Wo? Nein. Anwärter Clark. Zur Sicherheit noch eine Kugel in den Kopf verpassen. Ach, da ist er. Warum ein Risiko eingehen? Bist du wegen der Diebstähle hier? Ich habe Sergeant Gavel schon alles gesagt. Ja. Sergeant Gavel sagte, ich solle mit dir sprechen. Wirklich? Oh, in Ordnung. Bringen wir es hinter uns. Okay, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass er dafür verantwortlich ist. Erzähl mir von der Logistikeinheit. Wir sind etwa 10 Leute, irgendwas in der Art. Unsere Abteilung untersteht Proctor Teagan auf der Pridwin. Sergeant Gavel ist für das Tagesgeschäft verantwortlich. Er arbeitet seit Jahren in der Logistik. Neben dem Sergeant gibt's noch Lucia, mich, die Gelehrten und ein paar andere Ritter, die nicht kampftauglich sind. Lucia. Tut mir leid. Ritter Lucia. Wir wurden vor ein paar Wochen hierher versetzt. Ha. Wieso konnte ich den nicht überreden? Erzähl mir von den verschwundenen Vorräten. Ich weiß wirklich nichts. Ich habe die Gerüchte gehört, wie alle anderen auch, aber das war's. Welche Gerüchte hast du gehört? Dass jede Nacht Raider mit Stealth Boys kommen. Und dass Vorräte schneller verschwinden, als wir sie auffüllen können. Das ist alles Müll. Ich arbeite normalerweise nachts. Glaub mir, da stirbt man höchstens an Langeweile. Wie sieht es mit den Sicherheitsmaßnahmen aus? Wir sind in einer befestigten Militärbasis, die ständig bewacht wird. Nichts kommt hier rein oder raus, ohne dass wir es erfahren. Also, so etwas wie Raider mit Stealth Boys könnten hier gar nicht durchkommen, oder? Glaubst du wirklich, die Basis ist so sicher? Ja, ich habe vom Transmitter des Instituts gehört. Aber selbst wenn sie reingelangen, kommen sie nicht wieder heraus. Das ist alles, Anwärter. Ritter.
Dogmeat hat etwas gefunden. Los! Ja. Lauf, Junge! Oh! Kann ich dir behilflich sein? Plündern! Los, Dogmeat! Na schön. Was hat er denn? Los, lauf weiter. Du hast doch irgendwas entdeckt. Such! Oder war es die Munition? Okay. Also ihre Geschichten decken sich. Vielleicht stecken sie beide unterm Hut. Oder Gavel selbst. Ich sagte doch, Zeitverschwendung. Also, ich habe jeden Soldaten in der Einheit befragt. Ich habe nichts gefunden. Du wirst nichts finden. Wenn du unbedingt weitermachen willst, nerv meine Leute nicht, sondern such nach handfesten Beweisen. Du hast die Unterstützung des Captains. Du kannst jede verdammte Koje auf der Fritwin durchsuchen und niemand würde dich aufhalten. Also, brauchst du noch irgendwas von mir? Such nach Beweisen. Wahrscheinlich... Nee, das sieht nicht nach der Fritwin aus. Jetzt. Ah, doch. Man muss auf die Brüten. Dann sprechen wir doch mal mit den Leuten und prüfen das Ganze. Ja, ich habe schon wieder einen Fusionskern abgelegt. Immer diese Treppe, die nach unten führt. Oh, ich freue mich schon auf meine Pizza. Junge, 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 Junge. Achtung an sämtliches Personal. Beachten Sie, dass die Maulwurfsratten der gelehrten Naraya keine Haustiere sind, sondern bedeutende militärische Ressourcen. So. Daher dürfen Sie von niemandem außer der gelehrten Naraya und ihren Mitarbeitern gefüttert werden. Jeder Verstoß gegen diese Richtlinie wird disziplinarisch geahndet. Verdammt. Da ist nicht sonderlich viel Luftraum. Okay. Ritter Lucias Aufzeichnung. Echt? Das war's schon? Ritter RS Lucias Aufzeichnung. Zweites Jahr, Tag 17. Heute war mein letzter Tag als Anwärter. Morgen früh melde ich mich für meine Aufnahme. Endlich werde ich ein Ritter sein. Erhofft habe ich, bedauere nur, dass Clark die Zeremonie nicht mit mir erleben wird. Wir machen alles gemeinsam, aber in letzter Zeit geht er mir aus dem Weg. Heute Abend wollte ich mit ihm reden, wie wir es immer getan haben, aber er ging einfach ins Bett. Er sagte, er würde sich nicht gut fühlen. Tag 18. Vor dem Ältesten sprach ich über mein Leben in der Bruderschaft, meine Zeit als Anwärterin. Einige meiner Freunde warteten darauf, um mir zu gratulieren. Selbst Proktor Ingram war da. Später erfuhr ich, dass er sich zu seinem Dienst auf der Brücke nicht gemeldet hatte. Niemand wusste anscheinend, wo er war. Er kam kurz vor Mitternacht zurück und ging ins Bett, ohne ein Wort zu sagen. Wurden... zur Logistik auf der Basis versetzt, in der Versorgung zu arbeiten, ist vielleicht nicht so spannend wie ein Patrouilleneinsatz. Auch das muss erledigt werden. Clark beschwert sich über die Arbeit, wenn er überhaupt mal mit mir redet. Ich mache mir Sorgen um ihn. Er hatte immer zu Clark aufgeschaut. Aber letzte Zeit scheint er ein völlig anderer Mensch zu sein, als hätte er einfach aufgegeben. Zuerst dachte ich, er wäre neidisch, aber da geht irgendetwas vor. Etwas, das er mir nicht erzählt. Wenn ich ihn dazu bringe, sich zu öffnen, können wir die Dinge vielleicht noch regeln. Es gerät außer Kontrolle. Clark ist in dieser Woche dreimal zu spät zu seiner Schicht gekommen. Ich habe ihn jedes Mal gefunden und dafür gesorgt, dass er
es nicht wieder vergisst, aber ich kann nicht immer wieder für ihn einspringen. Ich glaube, Sergeant Gavel bekommt langsam mit, dass etwas nicht stimmt. Als ich gestern Abend zurückkam, war meine Truhe durchwühlt. Ich glaube, Clark war an meinen Sachen. Warum redet er nicht mit mir? Dann plündere ich noch sein Zeug. Wie schön. Lucias persönlicher Schlüssel. Und von Lucia. Okay, was ist dieses von Lucia? Was so an meinem Spind, Clark? Was ist los? Nach allem, was wir gemeinsam erlebt haben, kann ich gar nicht glauben, dass du so etwas tun würdest. Das ist wirklich so viel, selbst von jemandem wie dir. Wenn du meine Sachen noch einmal anfasst, werde ich dich beim Captain. Wenn du meinst, das Commonwealth sieht übel aus, solltest du mal das Land der Hauptstadt sehen. Bump. Und das ganze Schiff so abgestürzt. Einfach nur, weil ich einmal runtergesprungen bin. Ich frage mich, von wie weit oben müsste ich runterspringen bei so einer Masse, damit ich tatsächlich das Ganze zum Absturz bringe. Oh, warte ganz kurz. Ich muss es hier. Stelle Ritter Lucia zur Rede. Karte. Ne, die ist im Flughafen, oder? Sitz allesamt ins Weltall schießen. Ja. Tja, dann war es wohl Clark. So wie ich es gesagt habe, nachdem ich mit ihm geredet habe, so, ja, irgendwie, irgendwas ist mir doch egal. Und seine Geschichte hat sich halt nur mit Lucius ziemlich gedeckt, aber ich konnte halt auch nicht wirklich was, ich weiß nicht, die haben immer irgendwelchen Bullshit gelabert. Unserer Sache beizutreten war die weiseste Entscheidung. Nichts Stichfestes halt. Hast du schon mal mit einer Minigun geschossen? Zerfetzt wilde Gule wie Papier. Ja, ich habe mit Miniguns geschossen. So wie es sich gehört. So. Boom. Was ist denn jetzt schon wieder? Boom. Ritter Lucia. Ritter? Du bist für Clark eingesprungen. Warum? Was? Wovon redest du überhaupt? Ich habe dein Zeug durchwühlt. Ich habe dein Tagebuch gelesen, Lucia. Ich will wissen, was hier los ist. Was? Ich... Du. In Ordnung. Du. Clark und ich sind gemeinsam zur Bruderschaft gekommen. Er ist seit Jahren mein bester Freund. Aber seit der Schlacht entfernt er sich von mir. Die Schlacht. Die Schlacht um den Flughafen. Das war unser erster richtiger Kampfeinsatz. Das war ein Bild. Die Pridwin mit voller Vertibird-Eskorte. Geschütze feuerbereit. Wir waren eines der ersten Teams. Dutzende von wilden Ghulen. Wir eröffneten das Feuer und erledigten sie. Dann jagten wir die, die entkommen wollten. So hatte ich es mir erhofft. Aber Clark ist seitdem nicht mehr derselbe. Als hätte er einfach aufgegeben. Seitdem verschwindet er allein ein- oder zweimal am Tag. Ich habe mir nie etwas dabei gedacht, aber könntest du ihm vielleicht folgen? Sehen, was er macht? Seine Schicht müsste in ein paar Minuten zu Ende sein. Vielleicht ist es nichts, aber ich mache mir Sorgen. Okay. Geschatte Richter Clark. Da ist er. Das wär's für heute. Ich bin ein Profi im Schleichen. Wenn du Munition oder Waffenmod suchst, kann dir Proktor Tegan vielleicht weiterhelfen. Ich beschatte diesen Punkt. Der irgendwohin Seltsames hinläuft.
Bin ich im Dienst. Lass mich in Ruhe. Ich bin gar nicht da. Los, lauf weiter. Okay, er läuft weiter. Komm schon. Ich weiß, dass ich nicht gut im Schleichen bin, aber du musst nicht gleich übertreiben. Los, bewege dich. Ich bin gar nicht da. Jedes Mal, wenn ich mich bewege, zieht sich das Versteckt-Zeichen so zusammen. Wieso läuft er mir hinterher? Was machst du hier draußen? Das Gleiche könnte ich dich fragen. Also, ich gehe nur spazieren, okay? Ich bin nicht im Dienst. In meiner Freizeit kann ich machen, was ich will. Ich gehe in ein paar Minuten zurück. Du musst nicht warten. Geht er jetzt wieder dahin? Ach, ist mir eigentlich egal. Ich gehe jetzt mal dahin, wo er hin wollte. Das war ja recht eindeutig, dass er zu diesem Flugzeugträger wollte. Beziehungsweise, hier wollte er hin. Flughafen Boston Ruin, Schlüssel erforderlich. Was ist hier? Ach, das sind magnetische Türen. Ja, mittlerweile muss ich da rein. So, gucken wir mal, was er denn hier so treibt, außer Sachen zu plündern. Sitzt bestimmt vor einem Bild von der Lucia und macht männliche Sachen. Ist er mit dem Fahrstuhl runtergefahren oder? Okay. Was haben wir hier denn überhaupt so für Möglichkeiten, was man so machen kann? Die Karte nicht. Hier gibt es sowas wie einen Durchgang. Von hier bin ich gerade hergekommen. RIP Hirn. Hier. Ich habe von hier mehr Munition. Los, RIP Ghule. Ach, dass man das überhaupt erwähnen muss. Ich muss dann mal die geeigneten Proben abgeben bei der einen Braut, die die ganzen Forschungen betreibt.
Seien Sie vorsichtig. Holomarke, Zeug. Und ansonsten nichts. Wieso hat er. Ist der Typ eigentlich tot? Ich meine, das soll immerhin ein Ritter und sowas. Ah! Verschwindet! Schnell nachladen! Da kommt schon der nächste Ghoul! Weg! Erkennungsmarken. Die Dose habe ich jetzt aber nicht gebraucht. Headshot. Mehr Erkennungsmarken. Kronenkorken. So. Sonst gibt's hier nichts. Ah, doch, hier geht's nach oben. Das Laufband endet hier. Seien Sie bitte vorsichtig. Vergessen Sie, vorsichtig zu sein, denn das Laufband endet hier. Oh, gleich das Bein abgeschossen. Nice. Ja, wo kommst denn du her? Geeignete Blutprobe, noch eine. Direkt in den Kopf, los! Du blöder Schieler, du! Ja, ich wollte schon sagen. Na, Kronkorken. Nice. Es gab die Möglichkeit, und das fand ich eigentlich recht cool, bei Fallout 3 oder New Vegas, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, Spielkarten zu finden. Wäre halt cool, wenn man dann halt irgendwann mal so das gesamte Blatt irgendwann mal hat. Stirb. Irgend so ein legendärer Ghoul. Anstacheln. 10mm Pistole. Macht ein bisschen Schaden. Ansonsten ist sie nichts Besonderes, so wie es aussieht. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich habe wenigstens Geld zu Hause, um die Pizza zu bezahlen. Aber ja, habe ich. Hab ja meinen letzten Lohn bar gekriegt. Stirb. Was bist denn du, was ich für ein Spasti? Ofenhandschuh hat er dabei. Ha. Der eine Rat away. Was? Oh shit. Ich bin echt schlecht heute. Also heute ist so der Tag, wo ich sage, ja, wenn ich nicht gespielt hätte, hätte es wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht. Aufspießen! Aufspießen! So, Schachtel Zigaretten, Kronkorken, noch eine Schachtel Zigaretten. Kann ich jetzt endlich wichtige Sachen finden? Nein, ich muss mich hier noch ein paar Ghule kümmern. Der ist gerade an mir vorbeigesprungen. Triff. Stirb. Oh, was bist denn du für einer? Habe ich ihm gerade fast halbes Leben mit einem normalen Angriff mit der Faust gegeben? Wieso darf ich das nicht? Oder sollte ich das nicht? Vielleicht habe ich ja Bock dazu.
Glühbirnen im Schrank ist nichts. Klemmbrett, Wecker, Kronkorken. Kisten, Zeug, technisches Dokument. Oh, guck mal, da ist noch so ein kleiner Spasti. Noch ein Freund. Hey! Schnauze! Gut gemacht, Dogmeat. Oh. Langsam, langsam, nicht stolpern. Nicht stolpern, sage ich. Gut. Noch eine Zweierkugel. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es nur Zweier- und Achterkugeln gibt. Und ich wüsste nicht, was das Wichtige daran wäre, dass es nur die beiden sind. Da. Einfach nur, um das andere Zeug nicht aufzuheben. Munition, nichts, nichts, nichts. Benutzen wir mal diese Waffe hier. Ich bin etwas überrascht, wie weitläufig das Ganze hier ist. Ich meine, ich bin nur diesem Typen gefolgt. Oh, wir sind einige. Okay. Dogmeat, häng weiter. Ich glaube an dich. Es tut mir leid. Wo kommst du jetzt her? Oh shit. Ihr seid verkrüppelt. Und sowas. So. In der Spielzeugrakete gibt es Aluminium. The more you know. Haarklammer, nice. Ein Kochtopf, nichts Wichtiges, nichts Wichtiges. 10mm Munition. Eine Tür. Oh, Stimpak. Und sowas. Hacken wir mit unseren großen Händen. Oh, Alter. Oh, da ist die Pizza. Kleinen Moment. Damit ihr mich nicht genüsslich schmatzend seht, die Cam und mein Mikro sind jetzt erst mal aus.
wär's. Minecraft Story Mode. Das kann's doch echt nicht sein. Oh, hab nur Kopfschmerzen. Wovon denn? Zu viel Story in deinem Minecraft-Leben. Meine Melonenfarm aufgebaut. Mit 30 Melonenpflanzen. Okay. Oh. Kennt ihr diese Anton-Geschichten? Wenn er viel zu blind ist, zum Beispiel, um diesen riesengroßen Durchgang zu sehen. Ich habe ihn jedenfalls erstmal übersehen. Hier unten. Die bessere Frage ist, was du machst. Ich will antworten, Clark. Rede. Ansonsten... Ach, irgendwann muss das ja rauskommen. Das konnte ja nicht ewig so weitergehen. Diese Lebensmittel. Hast du die wilden Gude damit gefüttert?
Ja, und es hat funktioniert. Was meinst du mit, es hat funktioniert? Warum tust du das? Ist eine lange Geschichte. Ich hatte mal einen Freund, der ein Ghoul war. So menschlich wie du und ich. Aber die Bruderschaft. Für die Bruderschaft sind sie ausgeboten. Sie verdienen es zu sterben. Würdest du ihn töten? Nur für das, was er ist? Ich weiß nicht. Ich kam vor 2 Jahren zur Bruderschaft. Die ganze Zeit über habe ich nie unsere Überzeugungen angezweifelt oder in Frage gestellt. Aber bei der Schlacht und dem Flughafen kamen immer mehr Ghule. Ich weiß nicht mehr, wie viele ich getötet habe. Sie liefen weg, aber wir machten weiter. Ich tötete sie. Ich habe sie alle getötet. Das ist Krieg. Sie liefen einfach nur weg. Warum mussten sie sterben? Wir haben sie abgeschlachtet, wie Tiere. Nach der Schlacht musste ich nachdenken. Ich fand diesen Ort und die Ghule. Was sollte ich tun? Es melden? Dann wären sie abgeschlachtet worden. Sie ignorieren? Dann hätten sie unsere Basis angegriffen. Also hast du ihren Cock gesackt. Wenn ich ihnen zu essen bringe, bleiben sie vielleicht unten. Dann hätte es nicht noch mehr Tote gegeben. Glaubst du, ich habe das Richtige getan? Natürlich nicht. Du hast die Bruderschaft verraten, unser Leben aufs Spiel gesetzt. Die Bruderschaft irrt sich. Wenn wir alles töten, was wir fürchten, sind wir dann wirklich besser als die Ghule? Und was wirst du mit ihnen tun? Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie vernichten oder auslöschen möchte. Also würde schon wieder unsicher passen. Desintegrieren, Herr, würde hier gut reinpassen. Wir tun, was die Bruderschaft von uns erwartet. Wir löschen sie aus. Nein! Ich werde nicht zulassen, dass du sie tötest. Nicht noch einmal! Das habe ich in den Ruinen gefunden. Das ist Ritter Rylands Holomarke. Er hat mit mir im Terminal gearbeitet. Sie haben ihn getötet, oder? Und solange sie hier sind, werden noch mehr Ritter sterben. Dafür kann ich die Verantwortung nicht übernehmen. Und was ist mit mir? Du solltest dich stellen. Was? Nein, du kennst den Captain. Ich bekomme nicht mal eine faire Anhörung. Du solltest dich stellen. Was? Nein, du kennst den Captain. Ich bekomme... Du solltest dich stellen. Was? Wieso kann ich ihn nicht mehrfach überzeugen? Du hast die stählerne Bruderschaft verraten. Das ist unverzeihlich. Dann tu, was du tun musst. Nein, nach unten, ich will die Ghule töten. Technisches Dokument. Sehr gut. Also. Die schweren sind einfach zu leicht. Aktivierung Protektron zu Diensten. Muss die
Ich dachte, ich hätte von ihm die ID-Karte. Ah. Da sind noch zwei. Die sehe ich verstecken. Und da. Oh. Shit. Also ich habe einen legendären Ghoulpirscher und was auch immer das dahinter ist. Oh. Ah, verdammt. Sehr gut. Oh. Eine Kampfflinte, die verkrüppelt. Wuhu! Ich habe eine gute Schrotflinte endlich mal. Ich habe schon gewartet, dass ich die Kampfflinte kriege. Das war der Schuss, war daneben. Na? Kann ich bitte nicht festhängen? Dankeschön. Dogmeat. Ach, du leidest da drüben. Ja. Dann laufe ich mal kurz durchs Feuer. Hol meinen Raketenwerfer raus. Stelle fest, dass ich irgendwie hier festhänge. Schmeiße mir ein Stimpack rein. Stelle fest, dass er viel zu viel verträgt für einen Ghoul. Sehr schön. Naja, ohne Scheiß, ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht mit einem Fatboy drauf schieße, aber... Wäre das nicht irgendwo ein Overkill? Hey, Level up. Spachtel, Zeug. Weiteres Zeug, das niemanden interessiert. Oh, Kronkorken. RIP. Weil es die heißt? Ich hätte gerne in diesem Fall die Referenz. Yay, wir haben alle Ghule getötet. Ich, Monster.
Also es gab zwei Möglichkeiten, wie er lebendig hier rausgekommen wäre. Der, die zweite wollte er nicht haben. Ah, Gebäudeverwaltungsterminal. Nochmal ein paar mehr Erfahrungspunkte. Drei Treffer. Nochmal drei Treffer. Dann wäre Snacks. Ah, auch die Protektorsteuerung. Ich hätte in diesem Fall gerne einen Antol, der ein L von einem SZ unterscheiden kann. Fusionskern vergessen. Oh, ja. Dankeschön. Noch einen irgendwo? Nee. Nur der. Dankeschön. Gut, dass ich noch am Hacken war. Ah, die Rüstung ist ja auch schon beschädigt. Also wenn ich eine Kampfrüstung repariere, dann ist es die T-60. Und die hat bessere Werte. Ich trage die T-51 nur, weil ich noch nicht wusste, wie man die T-60 repariert. Ah ja, ich muss hier durch. Leute, ich bin wieder da. Wer noch? Ritter. Ich gebe gern mein Leben, wenn dadurch eine Wiederholung der Apokalypse ver... Wem muss ich jetzt ansprechen? Captain Kells. Er hätte ich gleich reisen sollen. Du kannst auch die reparieren. Kostet nur ein bisschen Stahl. Das heißt, mir haben wahrscheinlich nur Einzelteile gefehlt. Zum Reparieren muss ich mal gucken, wo ich finde, was ich dafür brauche. Bericht, Ritter. Hast du deine Untersuchung über die verschwundenen Vorräte abgeschlossen? Die Ruinen unter dem Flughafen sind voller Ghule. Anwärter Clark hat Rationen gestohlen, um sie zu füttern. Er hat... Was? Gott, wirklich? Er hat seinen Schwur gegenüber der Bruderschaft gebrochen, unsere Vorräte gestohlen und diesen Ausgeburten geholfen? Wo ist er? Was ist mit ihm geschehen? Er ist tot. Das habe ich erwartet. Ein Jammer. Ich hatte große Hoffnungen auf ihn gesetzt. Nun gut, damit wäre der Fall abgeschlossen. Hier sind einige Kronkorken für deine Dienste. Da du deine Fähigkeiten im Einsatz bewiesen hast, möchte ich dich mit einer anderen Art von Mission betrauen. Unsere Knappen müssen ausgebildet werden. Sie sind junge Rekruten, die ein Vorbild brauchen. Jemand, dem sie nacheifern kann. Es wird Zeit für dich, dein Können an die jungen Leute weiterzugeben. Bist du bereit, einen Knappen zu betreuen? Ich weiß nicht so recht. Zweifel nicht an dir. Komm vorbei, wenn du bereit bist. Ich will nicht irgend so einen Pisser unterrichten müssen. Außerdem ist es keine spannende Aufgabe. Aber für die Erfahrungspunkte muss ich das vielleicht sogar machen. Dann gehe ich kurz nachgucken, ob ich die Rüstung reparieren kann. Wo habe ich eigentlich die T-60 gelassen? Wir werden das Institut aufhalten. Schon in meinem Dorf, oder? Ich glaube ja. Maxen und für die Bruder.
Entweder direkt beim Dorf oder hier oben. Nee, beim Dorf. Dann gucke ich mir die mal kurz an. Und dann mache ich kurz Pause, esse in Ruhe. Gebe ein bisschen Pizza an die anderen ab. So. Ja, dann habe ich die doch im Schiff gelassen. Na gut, ich guck mal, ob ich sie reparieren kann. So. Okay, ich kann einfach so reparieren. Wo steht denn dran, was ich dafür brauche? Ah, okay. Einfach Stahl. Und wenn da nichts dran steht, dann kann ich das wahrscheinlich nicht reparieren. Stahl, Aluminium, Schaltkreise. Okay. Gut. Damit habe ich wenigstens die Rüstung wiederhergestellt. Gut. Damit mache ich kurz Pause und bin dann in ein paar Minuten wieder da oder so.